Es tut mir auch so richtig weh. Ich weiß, wir müssen stark bleiben, aber der kleine Mann. Also es macht mich verrückt, ne? Also es macht mich verrückt, ne? Hast du gehört? Brandgefahr oder so. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Ich begrüße euch heute mal alleine und so wie der letzte Vlog aufgehört hat, im Auto beginnt er für euch jetzt heute auch. Ich bin gerade auf dem Weg zum Fitnessstudio. René wartet schon auf mich, deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell rein. Heute wird ein bisschen trainiert, er zeigt mir alle Übungen und sowas. Ich versuche euch irgendwie mitzunehmen, ne? Wenn es einigermaßen geht. Sag mal hallo. So, mit dem gehe ich heute trainieren, der zeigt mir so ein paar Übungen und so, weil... Er hat ein bisschen mehr Ahnung, wie man sieht, als ich von Fitness. Alter, hau rein. Schön sauber. Ja, ich zieh mich jetzt um und dann geht's los. Danach begrüße ich euch auch richtig und so. Okay, wie man sieht, bin ich vom Training zurück. Aber ich konnte leider währenddessen nicht filmen. Da waren echt, wir waren zu so einer richtig ungünstigen Zeit. Da waren so krass viele Menschen. Und es ging mir nicht mal darum, dass mir das unangenehm wäre, jetzt zu vloggen oder halt was zu filmen, sondern einfach für die Menschen, dass ich dann immer darauf achten muss, ob man die sieht oder so, dies, das. Ja, Training war aber auf jeden Fall gut, hat echt Bock gemacht. René hat mir alle Übungen gezeigt, jetzt wie ich sie sauber und korrekt ausführe. Ja, ich will dieses Fitnessthema gar nicht so groß machen, ehrlich gesagt, weil... ich Angst habe, dass wenn ich das so groß mache, dass ich dann halt irgendwie, ja, mich selber und euch dann auch enttäusche, indem ich dann halt irgendwie irgendwann wieder aufhöre. Deswegen mache ich das jetzt einfach erstmal. Und ja, keine Ahnung, wie es sich entwickelt. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt, keine Ahnung, die nächsten 10 Jahre durchziehe oder die nächsten 2 Wochen. Ich habe keine Ahnung. Ich will einfach Vollgas geben und mich nicht selber unter Druck setzen. Deswegen, ja. Jetzt fahre ich erstmal nach Hause. Mone ist dann auf dem Weg einkaufen. Und Juli ist dann ungefähr 5 bis 10 Minuten alleine. Jo, und dann werden wir ihn überraschen. Mal gucken, wie er dann reagiert, wenn ich nach Hause komme. Für Hunde, die haben ja kein Zeitgefühl, deswegen fühlt sich das für den wahrscheinlich an wie 10 Stunden. Und dann gehe ich erstmal nochmal schön duschen, weil ich finde das in den Fitnessstudios immer so crazy. Du gehst duschen, aber in den Umkleidekabinen ist immer so schlechte Luft, da ist es immer so warm, dass ich wieder anfange zu schwitzen. Deswegen gehe ich zu Hause eigentlich immer nochmal duschen. Voll sinnfrei, aber naja, so. Ab geht's. Okay, optimale Voraussetzung. Bester Tag meines Lebens ever. Ich komme jetzt aus dem Training gerade wieder und wir wollten, also Mona und ich, Mona hat das vorgeschlagen gerade, diese Taktik zu machen, dass sie quasi 5 Minuten früher fährt und ich jetzt, das ist so schlimm, und ich jetzt quasi nach Hause komme. Aber ich habe zum Training keinen Schlüssel mitgenommen. Das heißt, jetzt stehe ich vor der Tür und Mona ist einkaufen. Ich weiß jetzt nicht, sie hat gerade eine Sprachnachricht geschickt, aber ich höre Juli da drin einfach schon übelst abgehen, weil ja, es ist jetzt das erste Mal, dass er länger als 1 Minute oder 2 Minuten, 3 Minuten alleine ist. Und selbst da ist er ja schon immer ausgerastet. Ich weiß nicht, man hört das, glaube ich, auf Kamera nicht. Ich hoffe, die Nachbarn sind nicht zu Hause, Alter. Die Armen. Scheiße, warte, ich höre mal, was Mona gesagt hat. Okay, sie ist dementsprechend aufgebracht. Weil, ja, ich müsste halt einen Schlüssel auf jeden Fall mitnehmen. Ich versuche jetzt Juli mal zu beruhigen. Oh, der arme Alter. Also, er muss sich ja sowieso dran gewöhnen, aber... voll blöd jetzt hier zu dingsen und das zu hören. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, das könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben. Wie ist denn das jetzt? Der heult ja jetzt die ganze Zeit. Der realisiert ja nicht, dass wir weg sind, ne? Wie ist denn das dann, wenn er heult, auch wieder reingehen? Irgendwann, wir können ja nicht warten, bis der aufhört zu heulen. Weil wenn der jetzt hier eine halbe Stunde heult, ist er für die Nachbarn voll doof. Was machen wir denn dann eigentlich? Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ob wir jetzt dann trotzdem reingehen, wenn er heult, oder ob wir jedes Mal abwarten müssen, bis er aufgehört hat zu heulen. Weil, ich weiß nicht, weil jetzt gerade heult er so ab und zu. Jetzt hat er schon länger nicht mehr geheult. Ach, ganz komisch. Ich warte jetzt erstmal auf Mono auf jeden Fall. Sie war Gott sei Dank noch nicht einkaufen, sondern nur tanken. Und kommt dann nochmal vorbei. Ich hoffe, das ist echt das letzte Mal, dass ich mich aussperre. Das ist mir schon so oft passiert. Ich kann auch verstehen, dass Mono so sauer auf mich ist jetzt. Oh Mann, warum passiert mir sowas auch immer? Ich hasse das. Boah, richtig nervig. Richtig nervig. Okay, ich habe jetzt die Nachbarin gefragt, ob sie mich wenigstens die Zwischentür reinlässt, weil die Schlüssel da sind alle gleich. Und ich versuche ihn jetzt ein bisschen zu beruhigen. Es tut mir auch so richtig weh. Ich weiß, wir müssen stark bleiben, aber... der kleine Mann. So, Mone ist jetzt gerade gekommen. Jetzt gibt es erstmal eine große Kuscheleinheit. Der kleine Mann hat schon sehr geweint. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, das war jetzt irgendwie... ja, ist echt miese gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht war, dass ich mich jetzt hier vorgesetzt habe und ihn beruhigt habe. Aber Juli!
Komm mal her. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Ist doch alles gut, ne? Ist alles gut. Hey, alles gut. Alles ist gut, ne? Kleiner Mann. Na, komm her. Alles ist gut. Ja, der freut sich jetzt, dass wir wieder da sind, ne? Alles ist gut. Jetzt erstmal ganz kurz beruhigen. Okay, wir haben uns alle etwas beruhigt. Ich weiß jetzt nicht, ob Mone mit dem Handy gleich vloggen wird, weil ich habe die Kamera jetzt hier behalten. Sie wollte eigentlich jetzt im Edeka was vloggen, aber wir waren jetzt beide etwas aufgewühlt. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ansonsten, also wenn, dann blende ich euch das jetzt ein. Wenn nicht, dann seht ihr mich jetzt hier weiter. Ja, Juli ist jetzt soweit alles in Ordnung. Wie gesagt, schreibt gerne mal rein, ob wir jetzt... Also eigentlich habe ich jetzt falsch gehandelt. Wir hätten... Ja, keine Ahnung, Mann. War einfach eine blöde Situation. Ich habe auf jeden Fall Scheiße gebaut, weil Schlüssel vergessen ist nie gut. Der geht auf jeden Fall auf meine Kappe. So, ihr Lieben, ich bin jetzt einkaufen und habe die Vlogkamera nicht dabei. Die hat nämlich Kobi zu Hause. Nach dem Desaster gerade hatte ich da jetzt nicht mal den Kopf zu, die mitzunehmen. Mega komisch, mit dem Handy zu vloggen. Ich weiß nicht, mit dem Handy finde ich es irgendwie komischer zu vloggen als mit der Kamera. Da mit der Kamera habe ich irgendwie gar keine Probleme. Mit dem Handy ist es aber irgendwie sehr komisch. Ich zeige euch später den fertigen Einkauf. Okidoki, ich bin jetzt fertig mit dem Einkauf. So sieht es aus. Das ist jetzt ein Wocheneinkauf für, also ja, 7 Tage. 6 Tage Essen. 1 Tag davon gehen wir auswärts essen. Ich bin gerade in der Süßigkeitenabteilung, weil ich mega Bock auf Gummibärchen habe. Das habe ich mir heute verdient. So, genau, einmal gehen wir auswärts essen und da ist jetzt nicht dabei frisches Fleisch. Das gehen wir immer an der frischen Theke holen. Sorry, wenn es jetzt so laut ist. Aber da sich das Fleisch an der frischen Theke natürlich nicht so lange hält. Das, oh Gott, warum brennen meine Augen jetzt so sehr? Oh, heute ist schon wieder ein Tag. Oh Gott. Ja, gehen wir es an der frischen Theke holen, dann an dem Tag, wo wir es dann auch brauchen für 2 Tage. Da wir aber jetzt die nächsten 2 Tage nichts mit Fleisch essen, beziehungsweise doch morgen, glaube ich, aber hier gerade die frische Theke schon zu hat, gehe ich das dann morgen nochmal schnell holen. Und ja, jetzt mache ich aber erstmal fertig hier. So, die Dame ist zu Hause. Hallo. Man sieht dich denn jetzt auch das erste Mal im Vlog. Warte. Jetzt bist du im Fokus. Ja, okay, hau mir eine. Aua. Jetzt sag wenigstens Hallo. Hi, ich hab schon Hallo gesagt. Echt? Hast du gevloggt? Ja. Ah, okay. Ja, dann habt ihr es eben doch gesehen. Ja, Mona hat jetzt alle Einkäufe, also ich habe Mona geholfen, alle Einkäufe hochzutragen. Wir sortieren das Ganze jetzt erstmal und dann gehe ich endlich duschen. Ich war jetzt die ganze Zeit bei Juli, bin bei ihm geblieben. Tut mir leid, nein, wirklich. Ich stink sauer. Was ist los? Ich gucke an unsere Decke. Achso, ich dachte, da wäre ein Viech oder so, was ich entfernen müsste. Dann geht's jetzt ab. Aufräumen, aussortieren, ihr wisst, was ich meine. So, Essen ist angerichtet. Für mich gibt es Salat. Für die Dame gibt es lecker saftige, knoflige Nudeln. Und da hinten läuft der Ranch. Wupp, wupp. Geil. Saftig. Okay, also richtig kurios, was heute schon wieder für ein Tag ist. Ich bin übrigens jetzt frisch rasiert, frisch geduscht, aber damit nicht genug. Nein, also wir haben jetzt eben, also ich habe das als allererstes mal festgestellt. Ich saß eben mit Juli vorm Fernseher und auf einmal habe ich so ein ganz, ganz hohes Piepsen gehört. Also wirklich so ganz hoch und dann nur für ungefähr 5 Sekunden. Und das hat sich so alle 10, 15 Minuten wiederholt. Ich dachte schon, ich werde irgendwie verrückt oder so, aber bin ich nicht geworden. Mona ist jetzt ja nach Hause gekommen und jetzt hört sie das Geräusch auch. Es ist halt nicht dauerhaft da, aber ja, jetzt haben wir es eben nochmal gehört und haben uns gedacht, okay, jetzt müssen wir halt eben halt auf den Grund gehen, weil das... Hört sich an, als würde das von irgendeinem elektronischen Gerät kommen.
Und wir haben halt irgendwie Sorge, dass vielleicht mit dem Gerät irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das wäre natürlich ziemlich blöd, weil, keine Ahnung, Brandgefahr oder so. Ich weiß ja nicht, ob das eine Lampe ist, eine Steckdose, keine Ahnung. Und jetzt sitzen wir auf jeden Fall seit, glaube ich, 5 Minuten hier und warten, dass das Geräusch nochmal kommt. Ich habe auch gar keine Ahnung, ob man das auf der Kamera überhaupt hört. Hast du gehört? War es bei dir unten? Ja. Ja, ich habe es hier oben, es war unten auf jeden Fall. Leiser? Also oben ist leiser, ich glaube es war unten. Okay. Ich weiß nicht, ob man uns gehört hat, aber was? Und falls jetzt gerade ein Elektriker zuschaut, schreibt gerne mal rein, was das sein könnte. Also eigentlich haben wir hier nichts verändert. Das heißt, nicht irgendwie ein neues Gerät dazu gemacht oder so. Wir halten euch einfach auf dem Laufenden mal. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht mal, ob man uns auf der Kamera gehört hat, aber ja. Okay, also wir konnten das auf diesen Bereich eingrenzen. Also Mone saß ja da und ich saß hier und wir konnten es auf diesen Bereich eingrenzen. Wisst ihr, wie lange wir jetzt hier in jedem Raum saßen und gehört haben? So, also wir haben Powerbank, wir haben Kamera, wir haben noch eine Kamera, noch ein MacBook. Im Schrank ist noch ein MacBook. Wir haben aber alle Schränke bis jetzt durchgeguckt. Ja. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch mal warten, bis es nochmal kommt. Wir haben einfach schon 11:30. Wir sitzen ja schon, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Es geht. Ist ja auch so langweilig. What the fuck? Das dieses Scheißteil, nein! Oh mein Gott, mein Raumduft! Da hätte ich nicht mal ansatzweise dran gedacht, ne? Mach aus und nochmal an. Weil der leer ist wahrscheinlich. Hä, das letzte Mal. Hä? Nee. Hä? Hey, jetzt kommt wieder was raus. Und das Geräusch ist weg. Hä, aber das war's doch gerade, ne? Ja, es hat gepiepst, ja. Ich hab's gesehen und gehört. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt sprüht es wieder. Hä? Sieht man das? Es war aber auf jeden Fall dieses Ding hier. Vielleicht war irgendwie was festgesteckt. Vielleicht war irgendwas leer oder so? Keine Ahnung. Boah, eine Stunde Zeit für so einen Kack-Raumduftsprayer. Ich höre, so ein Geräusch macht, also das macht mich verrückt, ne? Okay, ihr Lieben, harter Cut, aber der nächste Tag ist es. Nachdem wir das Geräusch gestern entschärft haben, haben wir uns auf die Couch gesetzt, Fernseher geguckt und dann auch direkt schlafen gegangen. Wir haben nicht mehr viel gemacht, also wir haben eigentlich gar nichts mehr gemacht. Und ja, ich sitze gerade schon fleißig an dem Schnitt dieses Vlogs hier und muss jetzt quasi nur noch die Endcut hier reinschneiden, die ich jetzt gerade aufnehme. Genau, deswegen beende ich jetzt diesen Vlog hier auch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da und schreibt einen lieben Kommentar. Da sind wir immer sehr aktiv und schauen immer vorbei. Und ja, hier unten könnt ihr uns auch sehr gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog, den ich auch jetzt direkt wieder starte, hier an der Stelle. Heute wird... Nein. Er weiß mittlerweile, wo seine Leckerlis stehen und guckt da immer hoch. Genau, ich vlogge jetzt direkt weiter und heute wird's, beziehungsweise jetzt, wenn ihr den Vlog seht, morgen wird's einen sehr coolen Vlog geben. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt und dann würde ich sagen, im Namen von Jun und Corby verabschiede ich mich und wir haben euch ganz alle lieb. Tschüss!